Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen bei ja, Jurassic World Evolution. Ich wollte eigentlich gerade ein bisschen weiter spielen und wurde überrascht, so zack, mal ist es ein Update da. Jurassic World Evolution, das gefallene Königreich. Dinosaurier-Paket. Sechs neue Saurier, die ich nicht alle aussprechen kann. Also das gibt auch neue Fossilien, die man halt suchen kann. Ich versuch's mal. Sinoceratops ist neu. Baryonyx, Stygimoloch, Carnotsaurus oder so, Allosaurus, und man kann jetzt sogar, wenn man ja Kreuzungen macht, den Indiraptor machen. Der ist dann auch neu. Und zusätzlich gab es ja weitere Verbesserungen der Performance, Stabilität, Animation und Übersetzung. Ja, Engine-Datenbank wurde natürlich auch aktualisiert, da wir ja neue Saurier haben. Ja, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. War auch kostenlos, man muss jetzt ja nicht irgendwas zuzahlen. Weil ich habe nichts gekauft. Es ist jetzt wirklich so aufgetaucht. Finde ich nett. So. Was ich nochmal wissen wollte. Kommen wir noch zur alten Karte? Ist das möglich? Kommen wir da drauf? Ja, wir können echt zur alten Insel. Ah, da kommt ein Kackladebildschirm. Entschuldigung, mein Ausdruck, aber ist halt so. So, na gut, er muss ja natürlich laden. Ist ja... Naja, ich trinke nochmal einen Schluck Kapo. Denn heute ist ein schwarzer Tag. Isla Manta Ceros. Ah, ist toll, da gibt es so eine schöne Animation mit meiner scheiß Maus im Weg. So sieht das doch ganz nett aus. Besser als ich jetzt in Erinnerung hatte, so. Nice. Das ist doch mal gut in Szene gesetzt, dieser Kartenwechsel. Forschung ist abgeschlossen. Denn jetzt sieht es halt dazu, was ich eigentlich machen wollte. Oh, das haben die bearbeitet. Ah, nee, ich war einfach hier auf der falschen Ebene. Willi, Teraptor, wo bist du? Bestimmt Asien, ne? So. Nochmal neue Forschungs... Auch alles nur das alte hier. Hm. Ich hatte irgendwo gelesen, man kann, wie gesagt, wenn man das hier auf der alten Map macht, hat man natürlich mehr Geld, was zu erforschen etc., aber... Na gut, die Expedition wird gleich kostenlos sein. Die 90.000. Die werden mir ja hier abgezogen. Und ich krieg die Fossilien auch, denke ich mal, in mein anderes Fossilienzentrum. Sehen wir ja gleich. Ganz wichtig, Klaus, Marco und Klaus geht's gut. Wunderbar. So, das war's eigentlich schon, ne? Geld transferieren können wir nicht. Forschung habe ich auch angestartet. Hm. Schauen wir da nochmal hin. Und zur Insel Isla Muerta. Ja, und das Spiel hat dafür jetzt auch gesorgt, dass ich jetzt wieder die Filme gucke. Ich habe mir jetzt Jurassic World angeguckt, dann die ersten beiden Jurassic Park Filme. Und ja, Teil 3 fehlt noch. Ich finde das doch nett, wenn meine Maus nicht mehr im Weg ist. Nochmal einen Schluck Kapo. Also dieses mit den Kartenwechseln, dass er noch so eine Ansicht über seinen Park kriegt, finde ich ganz toll. Wir hatten jetzt 400.000. Ich weiß gar nicht, was wir letztes Mal vorhatten. Das mit der Modifikation wollte ich eigentlich nicht machen. Können wir uns so noch Aufträge beschaffen? Neuer Auftrag?
Ah, man kann doch anfordern. Unterhaltung. Mein Rat? Nehmen Sie den Auftrag an. Die Gastzufriedenheit auf 70. Ach, scheiß Auftrag. Hätte eher sowas wie, brüten Sie zwei Dinosaurier aus und kriegen eine 500.000. Yes! Weiß gar nicht, fehlt uns überhaupt noch ein Gebäude? Fossilien? Noch nicht da wahrscheinlich. Da kriegen wir wahrscheinlich gleich die Info, weil der Helikopter nicht zu uns gehört. Aber hier ist noch nichts angekommen. Hm. Kanu wollten wir auch noch. Ja. Das stimmt. Also das kann man wirklich machen. Wo kann man da rumtreten? Ah. Ist der nicht fucking putzig? Extrahieren. Ich glaube, hier mache ich ein reines Raptor-Gehege. Sind die überhaupt irgendwie cool? Nein. Dauert ja eh noch, bis die kommen. Oder erstmal ein Keratosaurus. Ach, haben wir nicht das Geld. Ja, dann bin ich nochmal so frei, weil ich diese Animation... Stets ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Ein kleiner Pflanzenfresser. Das lässt sich schnell machen. Für Sie sollte es kein Problem sein, so einen Auftrag zu erfüllen. Brüten Sie einfach ein paar kleine Dinge aus, okay? In dieser Größe sind Sie sowieso alle süß. Hm. Hier, nimm mal so einen Fake-Rex. Wollten wir eh noch einen bauen. Ach, lohnt gar nicht. Der kostet 150.000 und wir kriegen nur 125, waren es, glaube ich. Naja, war jetzt kein Plusgeschäft. Die Animation fand ich gerade so toll von dem Park. Ich möchte das gleich nochmal sehen. So, dann sehe ich auch meine Tasse. Die ist auch schon wieder leer. Jetzt auf jeden Fall. So, wenn Sie Aufträge abschließen, steigert das Ihren Ruf, denke ich mal. Ist aber dieselbe Kamerafahrt, ne? Hätte man noch nicht mal ein, zwei andere... Naja, egal. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie jetzt ein Update rausgebracht haben und zusätzlich noch Saurier. Ich hoffe, Frontiers versteht aber auch, dass nicht nur Saurier nachgeliefert werden müssen, sondern vielleicht zu Deko-Sachen, Brunnen oder so. Ah ja, und dann habe ich noch einen Tipp gekriegt... Kann ich diesen Radiuskreis verkleinern? Ne, vergrößern tue ich den eher, ne? Ja. Weil ich ja immer gemeckert habe, dass man hier nichts bauen kann, aber das reicht nicht. Da kann ich noch weiter was zuballern. Schade, hiervon noch eine kleinere Kreisvariante. Wäre echt cool. Also hier nochmal ein vierter oder fünfter. Dann habe ich das ja so, wie ich es haben wollte, dass ich einzeln hier vorne noch Bäume setzen kann. Der Kreis ist noch zu groß. Das geht leider nicht. Schade. Das könnte man auch nochmal nachbessern. Also Frontiers, wenn ihr zuguckt, bitte diesen Pinselkreis für mich ein bisschen kleiner machen. Zusätzlich Banken. Oh. Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Oh, your worst. Ja, ich bin kurz vom Thema abgekommen, wie gesagt, so Banken. Also wenn hier, wenn ich überlege, wenn ich selber im Park bin, ja, und ich habe hier nur diese Strecken und kann mich nirgendwo mit einem Arsch mal hinsetzen. Da halte ich gar nicht durch, da sterbe ich. Na, oder Brunnen machen sich immer schön. Mülleimer, man hätte auch sagen können, hier, Zufriedenheit passt nicht, der Ruf, weil du hast keine Leute, die aufräumen oder keine Mülleimer. War doch bei Rollercoaster auch dabei, oder nicht? Habe ich das Rollercoaster falsch in Erinnerung? Das fehlt mir hier auch irgendwie. Aber ist egal. Ich bin schon wieder viel zu viel am Meckern.
was ich nicht machen wollte. Wir wollten nochmal hier schön. Die Lofo ist auch nett. Die Lofo. Die Lophosaurus. Aber erst will ich meinen Velociraptor haben. Velociraptor. Kann ich hier noch was irgendwie in der. Er zeigt da immer irgendwas an und ich will immer. Gebäude neu. Vielleicht auf der anderen Karte. So. Upgraden mal einfach. Alles upgraden. Was es hier gibt. So, und dann wechseln wir wieder zur anderen Karte, weil diese Ansicht einfach so schön ist. Und ich muss Geld sparen. Isla Muerta. Um einen Dinosaurier umzusiedeln, müssen Sie ihn zuerst von einem ACU-Helikopter aus betäuben. Danke für die Info. Man hätte ja auch mal irgendwie. Na egal. Strandkörbe, ganz wichtig. Volleyballfeld, Fußballfeld. Wo im Sand oder so, keine Ahnung. Na eher Volleyball. Aber ist es auf jeden Fall gut zu sehen, dass Frontier daran arbeitet und auch Content weiter kostenlos auch rausbringt. Aber ich denke mal, es wird nicht lange dauern. Dann steht auch das erste kostenpflichtige DLC da. Aber solange die immer noch nachliefern und updaten, finde ich alles gut. Da müssen wir noch warten. So. Mann, bei Ihnen hat das einfach ausgesehen. Lassen Sie nur den Rest von uns nicht alt aussehen. War nur ein Scherz. Wer könnte mich alt aussehen lassen? Ich meine. Der Typ geht mir auf den Sack. Da ich diesen Dino nicht mag, heißt er jetzt Isaac. Ich find ihn schon toll, er sieht gut aus, aber er ist leider ein Pflanzenfresser. So. Kleiner, hübscher. So. Was haben wir denn hier? Platin. Platin bringt 360.000. Ja, geilo. Das ist ja richtig dick Asche. Platin ist super. So, ausbrüten. Und ausbrüten. Und ich weiß, es ist langweilig, aber wir schicken. Nee. Die Leute. Kein Bock jetzt auf die andere Map zu gehen wieder. Expedition. Wir schicken sie nochmal. Die Lofo. Häufige Exemplare. Bitte nochmal Platin mit dazu. Dann gucken wir mal. Den Velociraptor können wir doch nicht, ne? Also der Velociraptor dürfte ja wahrscheinlich auch nur 150.000 Dollar kosten. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ein Triceratops müssten wir auch, glaube ich, auch noch. Der ist ein bisschen alleine. Die ganzen anderen kleinen, keine Ahnung, wo die verstecken. Fake Rex, ah. Vielleicht sollten wir auch mal so ein Restaurant bauen. Ah ja, ich hatte generell mal die Idee, das Restaurant hier so zu bauen. Und dann so die Wege drum. Ich baue erstmal die Wege. Das hätte ich gern von hier. Das geht schon mal nicht. Da vielleicht. Steppe von da nach da. Und dazwischen kann von mir aus gerne das Restaurant. Damit die nämlich schön dran vorbeilaufen müssen.
Oh, sogar noch Platz. Das ist ja fantastisch. Mal die Kamera mal drehen. Bisschen zu schnell gedreht. So. Ich hätte zwar lieber einen kleineren Stand gehabt, aber was wir haben, das haben wir jetzt. So. Klatsch. Ein bisschen schräg machen, sieht einfach nur schön aus. So, grob gleich, zack. Und dann können wir den Weg auch fast mittig. Scheiße! Ah. Weg da. Was immer Sie tun, hören Sie nicht auf. Sie können wirklich stolz auf den Abschluss dieses Besucherzufriedenheitsauftrags sein. Kriegt das nicht so wirklich hin, wie ich nicht überheben wollte. Die Unterhaltungsabteilung auf Isla Muerta genießt dank Ihnen großes Ansehen. Deshalb erhalten Sie eine Belohnung. Bin gerade beschäftigt. Ah, schief. Ah. Ja, ist jetzt nicht so ganz so hübsch, wie ich es gedacht hätte, aber geht auch. So, Fossilien. Und Renium 100.000. So war wenigstens die Expedition nicht so ganz schlechtes Geschäft. So, und dann kommt das noch weg. Und dann kommt hier so der Weg zu unserem ersten Hotel. Das muss entweder hierhin, oder hierhin muss das. Was ist nun los? Neu! Wow! Spielwaren! Uhu! Spielwaren ist neu. Ich weiß auch schon, wo ich das baue. Wohl hier, entweder hier vielleicht. Könnte man vielleicht sogar noch zwei Sachen rankriegen. Wie viel Strom haben wir überhaupt noch? Ungenutzter Strom, ein. Hm. Können wir euch upgraden? Ausfallschutz, verbesserte Leistung. Bringt, glaube ich, nur so 4 dazu oder so, ne? Oder 3. Ja, dann können wir schon Geld sparen für den nächsten. Aber wo bauen wir den hin? Eigentlich könnte man hier auf der Seite auch ein Gehege bauen, finde ich. Ich glaube, das machen wir auch. Kommen die Leute gleich rein und sehen irgendwas. Dann könnte man irgendwelche tollen Pflanzenfresser hier hinbauen. Denn den Fleischfresser sollte man ja später sehen. Ich finde immer die Fleischfresser immer am interessantesten, warum auch immer. Wobei ich den Triceratops auch sehr mag. Sind schöne Tiere. Ja, kostet 230. Ich glaube, wir lassen da Triceratops und die kleinen Dracorex zusammen. Und die Pflanzenfresser vielleicht nochmal auf der anderen Seite. Oder die zwei zumindest. So. Eine Expedition nochmal starten. Ich
habe ja gesagt, ich möchte ja nicht. Weil die Velociraptoren dürften gerade mal ein Genom von 50% haben. Das ist nicht so viel. Ne, 60. Ich warte nochmal. Und dann machen wir die ersten Velociraptoren. Sturm nähert sich. Ist das jetzt die Warnung, dass wir uns verpissen sollen, oder? Dann baue ich jetzt erstmal gar nichts, wenn sich hier ein Sturm nähert. Kriegen wir hier kontrollmäßig irgendeine Sturmwarnung? Okay. Schutzraum öffnen. Bitte suchen Sie auf mich. Señoras y señores, como medida de precaución por su seguridad. Sturmstruktur bestätigt? Wow, Ranger Team! Ach so. Ja, wir haben auch nur den Einschutzraum, ne? Sollten vielleicht hier auch nochmal einen zweiten bauen. Denn da gingen noch welche ganz gemütlich. Ah, jetzt kriegen sie auch Panik. Fastfood-Restaurant beschädigt. Das habe ich im anderen Video auch schon gesehen. Die Leute gehen durch verschlossene Türen. It's magic. Und da gehen immer noch welche ganz locker. Was ist das denn da? Ja, ist halt scheiß Wetter, tut mir leid. Expedition abgeschlossen. Ein kleines Nebengeschäft, das wir nützen sollten. Von 10.000. Platin. Ah, bei der einen Ecke gibt es immer Platin, das muss man sich merken. So, Sturm vorbei. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während dieser unglücklichen Ereignisse entstanden sind. Ja, von dem Bestätigungsgrad ging's. Ich weiß nicht, wie sehr dieses Gebäude hier, der Sturmabwehrgebäude, uns geholfen hat. Ah ja, und wir können die Expedition wieder losschicken. Egal, was wir bauen, wir brauchen mehr Strom. Es ist egal, was wir machen wollen. Erstmal ein Wegchen vielleicht nochmal rüber. Wie kann ich drüber bauen? Warum das denn nicht? Ist ja doof. Brücken wären was. Warum gibt es keine Brücken? Müssen wir darauf aufpassen, dass die anderen noch ein bisschen mehr Wasser haben. Ah ne, Entschuldigung.
So. Und was ist das denn da? Breiter Weg. Achso, da gibt es so Informationsdinger. Wieso kann ich das da nicht so lang bauen, wie ich möchte? Das Leben ist nicht einfach. Warum? Was ist das Problem? Okay, hätte ich das noch vorher gewusst, dass es sowas gibt, hätte ich das häufiger angewandt. Ah, jetzt geht's. So. Noch ein bisschen länger machen. Ja, so ist noch ein. So, dann überlegen wir uns später mal, wo es weiterhin geht. Krankheit, das ist natürlich scheiße. Bilofo! Was immer du bist. Ich kenne den Ranger. Ach, da sind die Ranger. Ich glaube, ich mache mal den Skin anders. Aufgabe hinzufügen. Oh. Triceratops ist krank. Wie? Müssen wir noch was erforschen oder was? Ey. Macht hier jetzt nichts Falsches, Freunde. Dieses Erforschungsding. Ach, das habe ich noch gar nicht. Ah. Ihr Ruf macht sie glaubwürdig. Für alle in der Unterhaltungsabteilung. Mich inklusive. Danke. Dann fahren wir dann mal selber hin. So. Okay, erforschen können wir noch nichts. Das ist natürlich jetzt erst was unschön. Produkt in Reichweite. Medizin unzureichend. Nicht erforscht. Ach. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Ich hab's echt nicht gebaut. Ah, das ist so ärgerlich. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Ärgerlich. Hab ich's doch gebaut? Nee, ne? Das ist Fossilien. ACU, Ranger, Expedition. Können wir das irgendwie da so hier so hinklatschen irgendwo? Terrainbeschränkung, Terrainbeschränkung, Terrainbeschränkung. Und zwei, ey. Jetzt gib Gas. Das ist nicht lustig. Oh, wo sind die Ranger schon wieder? Ich sehe die immer nicht. Fahren wir nochmal schnell hin. Wie packst du? Aus dem Weg da, ihr dreckigen Menschen. Scheiß auf dein Dino-Foto. Naja, steckt jetzt hier bestimmt alles an. In Reichweite des Produkts.
So, der ist ein bisschen geheilt. Produkt in Reichweite. Wir müssen ein bisschen. Lauf doch nicht weg! Fehlschuss registriert. Ja, okay, mehr kriegen wir nicht. Entschuldigung. Können wir das da irgendwas dagegen erforschen? Nee, ich bin hier falsch. Das ist die Farnvergiftung. Die haben nicht genügend Forschungsteams. Ah, er forscht gerade noch irgendwas anderes von einer verfickten Ranger-Station. Es dauert noch 2 Minuten. Nee. Jetzt haut der wieder ab. Schließ dich da gleich ein, mein Freund. Ah, nochmal hochfahren. Ah, die gehen nämlich ganz schnell runter. Von der Lebensenergieanzeige. Draco-Mist. So. Hab das jetzt da endlich. Immer noch 2 Minuten. Kann man das nicht abbrechen, verdammte Axt? Ich scheiß auf die Erforschung. Lass das sein. Weil die sterben ja ziemlich schnell dran. Ach, was ist denn mit ACU? Ich bin schon ganz durcheinander. Drei. Die sind alle gleich krank. Die verrecken gleich alle da. Toll, dann geht mir am Anfang schon der Start irgendwie haufenweise Dinos tot. Das kostet ja nun Heidengeld. Oh, Forschung abgeschlossen. Hauen möchte ich euch. Hauen. So. Einer ist nämlich schon wieder am Abkrepel. Und diese faulen ACU-Schweine, also Ranger-Schweine. Ey, schließ dich da gleich ein. Ich schwör's dir. Kontakt mit dem Produkt. Er ist unfair, die gehen in den Wald rein, da komme ich nicht hin. Achtung, neues Produkt angezeigt. Headshots! Ah, den hatten wir schon. Oh ja, alle 4 sind jetzt erwischt. Haben wir. Schön auf deinen Popo. Ziel abgeschlossen. Hervorragend. Denen geht's gar nicht gut. Sichtkontakt mit Produkt. Triceratop. Produkt bestätigt. Gut, den dahinter. Jetzt wirst du aber gierig, Triceratop. Ruhig. Nötige Behandlung verabreicht. Gut. So, Fake Rex. Lauf nicht weg. Hahaha. Behandlung verabreicht. Wuhu. Das war knapp, fand ich. Also das war echt...
Das war knapp. Ich mag diesen Auftrag. Das sollten Sie auch. Ja, Dinosaurierbewertung auf 1,0. Machen wir. Puh. Also ich fand es ein bisschen knapp. So, dann brauchen wir... Fleisch. Kostet ja auch schon halben Geld. So. Velociraptor. 66. Ja, ich habe ja gesagt 70, aber ist ja egal. 66 ist ja ungefähr auch so gut. Lebensbewertung. Können wir die Genom schon modifizieren? Schon mal irgendwie uncool. Belastbarkeit. Lebensfähigkeit. Oh, ach nee, da gehen ja für andere Sachen. Geht der Angriff oder Verteidigung. Lebenswert. Lebenserwartung geht da hoch. Was ist denn jetzt die Standard-Lebenserwartung? 58 oder... Ne, 50 anscheinend. Hier. Hygiene. Ich glaube, Lebenserwartung ist ja, halt, glaube ich, der Wert, der anzeigt, wie lange so ein Vieh überlebt. Mann, Sie wissen, wie man eine Show abzieht. Hitverdächtig. Gen anwenden. So, Escape zurück. What? Wollt ihr mich verarschen? Ein Velociraptor kostet $630.000. What? Das Ding ist doch so groß wie hier dieser Fake Rex. Wieso kostet der so viel? Der kostet ja mehr als so ein Keratosaurus. Boah. Ich mach das auch noch. Alter, wenn das jetzt beim Brüten schief geht, ne? Und die Lebenserwartung ist gar nicht so hoch, ne? Warte mal. Wie sind die Lebenserwartung von dir, mein Freundchen? 75. Ne, gar nicht. 65. Der hat nur 58. Der wird genauso schnell wegsterben wie auf der anderen Insel diese Viecher. Und dafür so viel Geld. Lebensfähigkeit, Belastung. Was ist denn die Bewertung? 61. Der hat auch eine bessere Bewertung, der Keratosaurus. Also das ist ja die Bewertung, glaube ich, ist das, glaube ich, auch was die Leute anziehend finden, glaube ich, ne? Gibt ja so einen Modifikator. Weil die Viecher sind total uninteressant und da finden sie den ja schon besser. Den Triceratops. Alter, der Velociraptor ist Hammer. Und dann braucht er ja noch mehr, ne? Einer reicht ja nicht. Alter Schwede. Wir brauchen mehr Geld. Hier. Gibt kein Dino-Häppchen mehr. Hier, jetzt brauchen wir Dino-Speise. Die verkaufen wir auch dann für ein bisschen mehr Geld. $8. Zack. Bringt aber auch nicht viel. Puh. Sind die schon wieder da oder habe ich überhaupt nichts losgeschickt? Ne, ich habe nichts losgeschickt. Wir müssen aber was ausgraben. Wir brauchen echt Knete. Hier, Velociraptor, da gab es doch immer dieses tolle Metall. Und schon sind wir nur bei 300.000 paar zerquetschte.
Ja. Ich dachte, ich kann jetzt hier so 3, 4 Velociraptoren ausbrüten, so ein richtig schönes Velociraptor-Gehege zum machen. Ey, das kostet hier Schweine viel Geld. Also ich finde das mit dem Preis, also... Hä? Oh, ich wollte schon sagen. Es ist ein Preis, ich finde den echt zu überzogen. Der Preis ist doch nur noch Beliebtheit. Also alle wissen, oder ich glaube, die Hersteller, Frontiers weiß, die Leute lieben Velociraptoren. Ich denke mal, der Velociraptor durch die Filme ist genauso beliebt wie der T-Rex. Also ich mag die Viecher sogar lieber als ein T-Rex. Aber da die so teuer... Das weiß ich nicht. Also die sind genauso groß wie ein Dracorex. 100 Pro. Die werden nicht größer sein. Mann, oh Mann, ey. Und stellt euch vor, wir verdienen ein bisschen Geld, was wir jetzt haben, ne? Wenn das nicht funktioniert, das mit dem Ausbrüten. Alter, wenn das nicht funktioniert, dann hat man mal so 600.000 in den Wind geschossen. Also ich würde als Tipp sagen, Velociraptor später bauen. Ich mach's nicht. Ich mag diese Viecher. Oh. Und ich weiß auch schon, wie ich ihn nenne. Willi! Bist leider noch alleine, Willi. Raptoren haben einen schlechten Ruf, weil niemand versteht, dass sie Alpha-Raubtiere sind. Unser Job ist es ihnen, den Raptoren zu zeigen, dass wir ebenfalls Alpha-Raubtiere sind. Ja, Willi ist leider nur alleine. Das kommt ja ganz schön scheiße, sozialmäßig. Fressen findet er. Okay. Puh. Komm jetzt bitte hier so dreimal Palladium oder sowas. Silber ist auch gut. Ja, das ist auch sehr nice. Das Geld haben wir auch schon längst draußen. Das ist super. Und dann werde ich einmal verkaufen. Yep, ich bin sicher. Einen ausbrüten. Und dann gleich wieder los. So, mal das. Und gleich den nächsten. Und bevor wir das machen, wir haben noch die Möglichkeit, Erfolgsrate. Ich weiß, kostet mehr Strom. Okay. Haben wir überhaupt noch Strom? Bevor ich irgendwas baue? Null. Ungenutzter Strom 42, okay. Hä, warum haben wir da 42 auf einmal? Boah. Was ist, wenn ich das Modifizieren weglasse? Einfach wird da modifiziert. Und das eigentlich deaktivieren. Angewandt. Kann es wieder anwenden. Okay, haben wir. Escape zurück. Und er kostet nur 500. Ja gut, durch die Modifikation, aber er kostet genauso viel und noch ein bisschen mehr als ein Keratosaurus. Ist ja der Hammer. Gut, dann modifizieren wir den wieder.
Ah nee, wir haben das ist. Das ist die Verbesserung habe ich gar nicht gebaut. Weil wenn ich schon echt schon teure Dinos ausbrüte, dann soll das ja natürlich geringer werden. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Willi, mein Freund. Schon ausgebüxt? Ach da, gar nicht gesehen. Geborgenheit, er fühlt sich nicht geborgen, okay. Es kann daran liegen, dass du alleine bist, ne? Kriegst ja gleich noch einen Freund. Wenn die Expedition gut lief, kriegst du vielleicht sogar zwei. Ne, wir haben jetzt nur Velociraptor gekriegt. Soundeffekt. Scheiße. Verkaufen, ja. Haha, der... Reparaturtrupp unterwegs. Ist er schon raus? Ist der schon ausgebrochen? Die Leute laufen weg. Meine Damen und Herren, bitte begeben Sie sich zu Ihrer. Ich weiß nicht, wo Willi ist. Da ist Willi. Alter, du Sack! Ein Raptor? ACU, ACU! Scheiße! Nein! Da ist er runtergefallen. Nein, wir müssen ihm helfen. Nein! Willi, böser Willi. Ach, Scheiße. Der ist auf Killtour. Wo ist Willi hin? Ich sehe ihn nicht. Er fällt den nächsten an. Kann ich den scheiß Helikopter drehen? Wieder hin. Ah, fuck! Haben wir ihn? Alter Schwede. Dinosaurier kann freigelassen werden. Nee. Alter Schwede, so, scheiße. Der muss da wieder rein. Können wir die Zäune verbessern in der Zeit? Nee, kann man nicht. Ja, das war ein normales Zaun. Scheiße, hab ich gerade das abgerissen. Ach.
precaución y por su seguridad, diríjanse al refugio más cercano. Ja, Chin Chin. Apropos, die Nummer abholen lassen, ne? Fällt mir gerade ein. Scheiße, das ist nicht nur betäuben. ACU. Ist er denn? Wo ist er denn? Nicht betäuben, abtransportieren. Transportieren. Dass immer gleich Bäume hinkommen, das ist auch doof. Na, weg da. Ich sehe nix. Jetzt mal die ganze Scheiße weg da. Transportiere Produkt. So, wieder was abreißen. Und dann wieder Zaun dran. Natürlich Schutzraum schließen. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während dieser unglücklichen Ereignisse entstanden sind. So, jetzt wird natürlich nicht doof sein. Schnell noch hier die Gehege fertig bauen mit Strom. Randnotiz für mich, immer mit Strom bauen. Immer. Dann machen wir den auch nochmal, damit wir so grob die Form behalten, aber das haben wir ja, glaube ich, schon nicht geschafft. So. Oh. Aber tut mir leid, jetzt haben wir deinen Wald so ein bisschen abgeholzt. Kriegst du auch wieder wissen was? Ach ne, Entschuldigung. Zack. Hörst du auf? So. Hey! Alter, hörst du mal? Diese scheiß Raptoren, Entschuldigung. Das sind ja die übelsten Viecher. Machen den Zaun kaputt. Was ist los, Junge? Geborgenheit steigt, okay. Wo ist der andere Raptor? Da. Alter, das ist nicht wahr, oder? Dieser scheiß Raptor, das ist echt nicht möglich. Ist er.
Wo ist er? Alter Willi. Ich bring dich noch selber um. Nein! Nicht gereicht? Okay, hat gereicht. So. Also, die Viecher kann man auf jeden Fall nicht intelligenter machen. Unterwegs, um Produkt das abzuholen. Ist nicht möglich. Das sollte man besser nicht tun. Der ist eindeutig zu schlau. So. Herbert. Und der ist gerade nicht sozial. Okay. Ich sehe auch gerade, das Video ist schon doppelt so lang wie die Videos, die ich normalerweise machen wollte. So um die halbe Stunde. Es tut mir leid, dass das jetzt so ein langes Video gemacht habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo da. Ich muss das mit Willi klären, ansonsten muss der sterben. Der bricht mir viel zu viel aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Also haut rein. Ciao.